So, und jetzt endlich wieder bei Bioshock, also endlich ist gut, ne? Ich würde mal sagen, wir laden jetzt, aber erstmal gucke ich schon ganz kurz, ob das auch alles behalten hat. Ach, behalten, Moment. Ja, Spiel so Steuerung, genau. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Nee, wo gehe ich denn überhaupt hier gerade hin? Audio, genau. Ja, das können wir ruhig auf 5 machen, glaube ich. Das ist schon okay so. Ist aber trotzdem gerade ein bisschen laut. Ich glaube, das liegt aber an meinem normaler Lautstärke-Einstellung, also an der normalen. Ne? So, wo waren wir denn? Farmers Market, genau hier. Farmers Market waren wir. Da sollten wir gerade, glaube ich, das Bienenwachs holen. Oder, Moment, war es Bienenwachs? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, ich weiß ehrlich nicht mehr. Ich guck mal gleich, was wir nochmal besorgen mussten hier. Das Mikro müssen wir mal ganz schön einstellen. So, Test, Test. Okay. So, schon besser. Gut, eben alles nachladen. Ich weiß ja gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste mich mal daran erinnern, länger an einem Punkt zu anzuvisieren, besser gesagt. Weil dann könnte ich diesen Punkt als Thumbnail benutzen auf YouTube, ohne YouTube-Partner zu sein, sozusagen. Naja, okay. Rosie, die haben wir sowieso, also das Modell, also, ne? Das haben wir ja, glaube ich, schon mal erklärt. Rosie sind ja Modelle von Big Daddies, zum Beispiel Bouncer. Unser erster Big Daddy, den wir bekämpft haben, war ein Bouncer. Und das war halt auch so eine Art, naja. Und das halt so ein Rosie, ne? Also jetzt nicht denken, dass er Big Daddy so heißt. Da gibt's noch was. Okay. Ich wusste aber echt gar nicht, dass hier ach, da. Ah, natürlich. So, die hacken wir mal. Dann haben wir mal welche im Griff sozusagen. Ja, das ist schon richtig so. Hat hier fast was falsch gemacht. Okay, dann so runter einfach nur. Noch ein bisschen runter am besten. Ja, genau. Noch einen runter, genau, und dann den und den. Richtig. Und den auch noch. So, und dann haben wir eigentlich schon unseren neuen Begleiter. Ach, guck mal, das ist hier genauso. Ja, genau da, ne? So, noch ein, ach, da ist ja einer schon. Und noch so und und den da. So. Ach, guck mal. Schlau, schlau. Da greift mich noch einer, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir schon 3 Stück auf unserer Seite. Oder auch nicht. Okay. Alter. Ja, ich glaube, wir laden noch mal besser. So, Farmers Market. Besser, wenn wir jetzt laden, weil sonst wären wir verfolgt doch noch. Ohne dass wir irgendwas getan haben. Moment, wo lang war denn die Kamera noch mal? Ich glaube, die war hier irgendwo, ne? Genau, die war da. Wow, okay, oder auch nicht. Wo war die denn? Ich sehe die einfach gar nicht. Da, ach so. Ne, das war die aber nicht, glaube ich. Okay, wir hacken die mal trotzdem. Falls hier mal Gegner kommen, können ja immer mal wieder sein. Dass wir auch mal gefordert werden. So und so und ja, so. Hä? Ach, nee. Gut, bisher hatten wir noch gar keinen guten Start. Ach, die Kamera hacke ich jetzt nicht mehr, habe ich keine Lust mehr drauf. So, wie gesagt, Rosie ist eine Art von bla bla. Haben wir halt schon. Ach, und ein Tag. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Hey, ja, Wasser in Wein.
Ziel aktualisiert. Besorge 7 Einheiten destilliertes Wasser. Was war denn davor? Naja, egal. Okay, wir müssen hier lang, so wie es aussieht. Rechtschaffenes Rancher. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Melden Sie dem Zentralrat umgehend jeglichen Wasser. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Das kann gut sein. Ach, das sind ja okay. Er hat ja gerade gesagt, dass destilliertes Wasser ein Wein ist, und weil hier Welt des Wein, der Winery, ich weiß nicht, was auf Deutsch ist, Weinerei oder sowas, Bräuerei, denke ich mal, dass hier auch destilliertes Wasser gibt. Da ist ja zum Beispiel eine schon. So, Kamera. Hacken wir mal. So, ja. Das umgehen wir mal. Genau so. So und so, und das nur runter. Haben wir noch eine nach unten? Ja, genau da. Okay, gut. Das ist eine gehackte Kamera. Danke. Oh, unten geschützt. Lass wir auch nochmal da hacken. Wir gehen mal hier hoch, besser. Brauchen wir nicht so viel. Das haben wir schon gesagt. Okay. Noch eine höher. Noch eine höher. Und noch eine höher. Und jetzt brauchen wir nur noch ganz genau das da. So. Und das Geschütz auch auf unserer Seite. Und jetzt brauchen wir erstmal keine Angst zu haben. Dass uns hier jemand überrumpelt, ne? Das passiert schon mal nicht mehr. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich kann mich aber erinnern, dass hier ganz schön viele Viecher kommen. Hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt verraten, ist aber egal. Ach da, okay. Destilliertes Wasser. Und ein Safe. Könnten so, ach nee. Nee. Schwierigkeitsgrad Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 ungefähr. Und da fangen wir mal an. Okay, nee. Ach, das war so dumm. Ich hätte davor, ich habe jetzt mal eben Dinge zu benutzen, ne, Verbandskasten. Ich mache mal Schnellspeichern davor. So, immer noch Stufe 6 und mach das dann so. Ja, genau. Fast schief gegangen. Okay. So, dann so, dann so und dann so. Right, was ist denn da drin in dem Safe? Gar nichts. Nein, Spaß. 2 destilliertes Wasser, 5 Alkohol und 97 Dollar. Gut. Da sind wir unserem destillierten Wasserziel schon näher gekommen. Ja, eben nochmal schnell gespeichert. Interessant, hier gibt's also. Okay, da ist noch ein destilliertes Wasser. Wow. Okay, irgendwie hat's gerade geleckt. So, gibt's hier noch irgendwo destilliertes Wasser? Ich würde mal ganz kurz gerne. Okay, da. Außer einer Leiche gibt's da nichts. So, wenn jetzt hier oben jemand ist, ich war noch nicht ganz unten. Ich habe auch die Medi-Station noch nicht gehackt, fällt mir gerade ein. Das müssen wir auch noch machen, falls jetzt hier jemand ist. Okay, hacken wir die mal ganz schnell. Stufe 2. Das wird sehr schwer, glaube ich. Achso, das ist ja okay, ich weiß jetzt schon, was ist. Einfach hier rum. Genau, okay. Dann noch ein und dann so und dann hoch und hoch und noch ein hoch am besten. Und den da und den da. Okay. Die Medi-Station ist jetzt auch gehackt. Wir könnten noch einmal schnell speichern. Zur Sicherheit, zur Sicherheit. So, nein. Destilliertes Wasser brauche ich auch ein bisschen. Was gibt's denn? Ach, Verkaufsautomat. Eine Eve-Spritze, das freut mich doch. Gibt's noch irgendetwas? Mit Telekinese findet man meistens immer gute Sachen. Moment, gucken wir uns mal. Ach, guck mal, ein Megafon. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. So, hören wir mal das Tagebuch. Gleich. Ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hat. Dafür ist nicht so viel Lava.
Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Okay, jetzt hören wir mal ins Tagebuch rein. Von Tenenbaum. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Tja, ja, die Tenenbaum entwickelt Muttergefühle. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz das Mikro. Könnte jetzt wieder Störsignale geben, oder? Ich guck mal ganz schnell. Ne, dürfte eigentlich nicht, okay. Ich mach nur, was man mir gesagt hat. So, auf einmal sind hier unten welche, ich weiß nicht woher, aber auf einmal sind hier welche. Auf einmal leckt es wieder. So, jetzt geht's wieder. Boah, warte nicht. So. Noch einer. Das muss doch nicht. Jetzt hab ich auch. Ach, da war ein Big Daddy und der hat mir nicht geholfen oder was? Mann, ey, was willst du eigentlich? Gibt's doch nicht. Moment. Ja, okay. Nur ein Little Sister. Eine Pistole. Der liegt jetzt besser an so gut wie gar nichts. Ach, Big Daddy. Du bist mir jetzt schon im Weg. Der hat auch nichts. Auch nichts. Hat auch nichts. Okay, dann machen wir mal Fotos. Ach, der Big Daddy. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir bekommen haben. Ich komme schon weiter, keine Sorge, aber trotzdem danke. Ach genau, wir können immer noch Fotos machen. Ah, das ist nur eine Leiche, okay. Da ist noch ein destilliertes Wasser. Wir speichern nochmal ganz schnell. So, noch ein destilliertes Wasser. Noch eins brauchen wir ganz schnell. Und ein U-Invent. Hacken wir erstmal auf. Schwierigkeitsgrad Stufe 2. Okay. Hier hoch würde ich sagen. Wenn wir noch einen hoch hätten, wäre das auch ganz cool. Haben wir gar nicht. Doch da. Ja, da habe ich ja jetzt auch nicht gesehen. Nee. Und so eins, ganz genau. Fertig. Danke. Und was gibt's denn jetzt hier so? Ein Auto-Hacker, Panzerbrechner MG-Patronen und Antipersonenpistolenkugeln. Explosivschrot gibt's auch noch. Wir machen uns mal die hier. Und ein Auto-Hacker. Warum nicht, ne? So, wir brauchen auch ganz genau ein destilliertes Wasser. Ist denn hier keins, was so mit Telekinese aufheben kann? Ah, Moment. Zigaretten. Darauf habe ich gar nicht angespielt, wenn ich ehrlich bin. Da. Und ohne runtergehen zu müssen, habe ich ein destilliertes Wasser bekommen. Da ist auch noch einer. Ich speichere mal ganz schnell. Den habe ich gehört. Da oben war doch noch so eine Maschine, ne? Okay, da ist die Maschine, die ich meine. Wir könnten den Big Daddy umlegen. Aber machen wir nicht. Ach, guck mal, das haben wir noch ganz gehackt. Was gibt's denn hier so? Okay. Ein Verbandskasten wird ganz gut tun. Ein Verbandskasten wird ganz gut tun. Und Schwierigkeitsgrad Stufe 3,5. Das hacken wir mal ganz schnell. So. Noch einen davon. Und noch einen am besten davon. Davon. Und so, fertig. Gut, dann kaufen wir uns mal ein, zwei Verbandskästen. Oder noch eins. Ja, okay, das ist gut so. Und ich spritze ruhig. Brauchen wir noch was? Schrot könnten wir uns zweimal holen. Sonst wäre es auch schon wieder zu teuer. Naja, die Preise steigen. Da hätten wir uns jetzt auch noch Verbandskästen holen können, aber das... Ja... Aber das behalten wir mal zur Sicherheit. Hey Mary, alles in Ordnung? Ja. Hast du gehört, dass Andrew Ryan die Leitung von Futuristics übernommen hat? Ach, der Andrew.
Ah, hier war ja vorhin ein Houdini-Splicer. Den erwarte ich schon. Voll erwähnt. Wie sieht der denn aus? Achso, der hat da irgendwas an. Aber Andrew Ryan hat nicht einfach die Leitung übernommen. Der Regierungsrat kennt sich nur bis auf weiteres die Verwaltung von Fontaine Future. So, schön, viel schöner.